Herzlich willkommen, liebe Leute, zu dieser neuen Ausgabe von den Sandalios. Schön, dass ihr wieder da seid und zu dieser neuen Ausgabe heute eingeschaltet habt. Ja, ihr habt so einen, oder könnt ihr so einen Titel lesen, das wird heute auch keine ultralange Ausgabe, denn wir haben heute hauptsächlich ein Thema, was ich ein bisschen ansprechen müsste. Und ich merke gerade, ich habe meine Cap noch gar nicht auf, wie kann denn das sein? Die muss ich dann gleich noch unbedingt mal, das muss ich jetzt gesund machen. Im Endeffekt spielt auch gerade übrigens offline und nicht online. Aber das ist ja... Ja, das soll einfach nur ein kleines Infovideo sein. Da ist mir dementsprechend so, dass es einfach gesund offline aufzunehmen, weil why not? Ja, das Infovideo soll dann bis darum gehen, oder besser gesagt, Channel News Infovideo, whatever, dass ich mir jetzt endgültig mal einen Plan überlegt habe. Weil ich bin das euch erst schuldig. Ne, ich meine, ihr habt ja mal Channel abonniert und wollt dementsprechend auch Content sehen. Dann kommt da monatelang nichts und dann sagt er, ja, es habt einen neuen Streamingplan und dann klappt das einen Tag. Und ich meine, so kennt ihr das von mir. Ich gebe zu, ich bin in letzter Zeit leider nicht der zuverlässigste mehr, was das betrifft, aber ich will das ändern. Immer so ein Channel, das ist halt ist einfach irgendwie Verantwortung und der Channel, ich meine, der ist jetzt schon nächstes Jahr 5 Jahre lang bei mir. Das ist, ich habe schon so viel Zeit da rein investiert, also. Bachers Unternehmen ist, das resten wir mal aus, das Wert ist dann 18, Seit ich 13 bin, habe ich dann zu meinem YouTube-Channel, das ist Wahnsinn, der ist schon so lange dabei, also, der hat mich in den letzten Jahren erst durch dick und dünn begleitet, ne, und das ist so eine Sache, das will ich aufrechterhalten, ne, und... Ich habe mir lange überlegt, wirklich lange überlegt in den letzten Wochen auch. Bevor ich das erste Infovideo von der Woche rausgehauen habe, immer noch Plan war, das immer um 17 Uhr streamen, wie ich denn fortan mein Channel strukturieren will. Und ich habe mir lange überlegt, auch ob ich das irgendwie komplett umgestalte. Also ob es aus dem Gaming-Channel nun noch ein Preview-Channel mache für Games oder wie ich das mache. Oder ich habe da auch wirklich so Nerd-Stuff so in die Richtung, ein paar geile Ideen. Aber da denkst du mir, ich bin auch so weit gekommen, aufgeben, keinen Cell, auf gar keinen Fall. Und komplett umstrukturieren wollte ich es auch nicht. Ja, und dann habe ich es lange rund überlegt, bin einfach so ein bisschen gekommen. Ich will wieder auf das Klassische. Ich weiß, viele sagen hier und da, ja, die klassischen Let's Plays sind ausgestorben. Und man sollte mehr zum Streaming übergehen und nicht mal nur Videos machen. Es gibt noch die wenigsten YouTuber, die klassische Gaming-Let's Plays als Videos hochladen, sondern einfach die meisten Streamer geworden. Aber das ist so eine Sache, die passt bei mir zeitlich einfach nicht. Denkst du schon, dann sag es mehr dazu. Ja, wie gerade schon erwähnt, genau, war es bei den Sachen ziemlich geblieben. Ne? Viele meinten ja in Zukunft von Gaming, da stimme ich schon gewiss auch an Teilen zu, von den Aussagen, die Zukunft von Gaming Let's Plays sind einfach Livestreams, denn Videos tun immer mehr aussterben, weil keiner schaut die mehr. So, nicht die Grundaussage, die einfach mal im Raum steht, die von vielen Seiten durchaus öfter schon gesagt worden ist. Und da kann ich soweit auch mehr oder weniger zustimmen, denn ganz ehrlich, man hat es im Jahr 2020 als Gaming-YouTuber gewiss nicht leist. Ja, das ist ganz klar. Und auch gerade Leute, die neu kommen, wenn die nicht von irgendwo deutlich gepusht werden, haben die nahezu keine Chance mehr irgendwie bekannt zu werden. Das ist einfach ein Fakt. Und darüber haben wir ja auch bei den 4-jährigen Jubiläum von Gamercouts sehr darüber geredet, auch um die Theorie, wie wir jetzt weitergehen. Da ist auch öfter die Sache gefallen mit Zukunft und die Veränderung von Let's Plays und das kommen noch Leute Let's Plays auf. Das ist mir alles bewusst, aber ist jetzt halt mich trotzdem auch bewusst dazu, wieder back to the roots zu gehen und mehr Videos zu produzieren. Denn auch wenn ich daran glaube, durchaus glaube, dass Livestream die Zukunft ist und auch viele jetzt oft das Livestream, finde ich, sollte man nicht nur Livestream, sondern und auch Videos machen. Weil man hat halt nicht immer die Zeit für Livestreams und gut, wenn man YouTube jetzt als Full-Shop macht, dann natürlich, hat man alle Zeit der Welt zum Livestream. Aber ist als Schüler, der da nächstes Jahr auch Abschlussprüfungen und Abi alles darin gelangt.
das ist dann so eine Sache, da muss man einfach Zeit fürs Free Life investieren. Für die Schule, auch für Familie, für Hund und alles. Und dann schafft man, oder schafft ist es einfach nicht, was war das jetzt hier? Es schafft ist es einfach nicht, täglich live zu streamen. Das ist eine Sache, die ist mir sehr unmöglich. Weil immer irgendwas dazwischen kommt. Und ich finde Videos sind so eine gute Auslastung, weil die kann man in aller Regel kann man Videos voraufnehmen. Gut, in Animal Crossing funktioniert das wert, das wird nur gehen, wenn man halt Times gibt. Sache ist, die bei mir nicht geht, weil ich meine Nintendo Switch mit der, weil ich meine Nintendo Switch mit der Parental Control App verbunden habe, um alle Spieldaten zu sehen, wie lange ist das Spiel. Deshalb kann ich das Timeskippen, aber es halt auch von Timeskippen nix. Und nur weil man als Player ist, mein Timeskippen zu müssen, muss es sein. Ganz ehrlich, auch fürs Let's Play, es geht ohne Timeskipping. Kann da viel sagen, wenn man will. Jeder YouTuber hat die Zeit, ein Part Animal Crossing täglich aufzunehmen. Das frisst erst nicht viel Zeit. Das schafft wirklich jeder, vor allem die, die das hauptberuflich machen. Deshalb ist das mit denen, ich bin YouTuber und mache meine Let's Plays und deshalb Timeskippen, ist für mich kein Argument. Und ich werde auch nie Timeskippen und verabscheue dies zutiefst. Und auch Leute, die dies tun. Weil jeder kann so spielen, wie er will, hin oder her. Das Spiel ist einfach nicht so gedacht und deshalb, ja, geht da der komplette Spaß verloren. Ganz ehrlich, da gibt es Leute, die haben jetzt alles freigeschaltet. Das ist nicht toll. Muss nicht sein. Ja, und deshalb, Animal Crossing ist das Einzige, was denkt, so dass man es jeden Tag aufnehmen, aber die Zeit nehme ich nie wirklich. Das ist auch nicht so viel, dann sind es halt 20 Minuten vielleicht oder so. Alle anderen Videos kann ich voraufnehmen. Beziehungsweise ich werde es auch in absehbarer Zeit erstmal noch Zelda Link's Awakening raushauen. Ist auch eine Sache, die kann ich voraufnehmen. Und so sollte das, denke ich, mal ganz gut gehen. Und dazu dann nochmal ein bisschen was in der nächsten Runde. Weil das Zufall erst so ist und weiter, haben wir gerade für Animal Crossing gesprochen. Nun kommt die Animal Crossing Strecke. Ja. Aber was ich eigentlich noch sagen wollte, und das war nämlich gar nicht bei mir so viel, ist, dass ich mir auf jeden Fall nach langen Überlegen dazu beschlossen habe, einfach wieder auf die Oldschool-Art zurückzukommen. Heißt, ich habe meine Videos am Tag, die ich hochlade, die sind dann jetzt erstmal 2 an der Zahl, beziehungsweise 3, nämlich 2-mal Animal Crossing und einmal derzeit noch, und das wird auch morgen weitergehen am Montag, Zelda Link's Awakening, damit ich das endlich mal losbekomme mit dem Sen. Ne, dass das schon vor Monaten aufgenommen haben, aber irgendwie die letzten Folgen immer noch draußen sind. Das werde ich jetzt alles so sound hochladen, dass ihr da die aktuellen Videos täglich habt. Und dann tue ich an ein paar Tagen in der Woche noch abends Livestreamen. Das ist ohne Sache, die ich mir überlegt habe. Ich mache es abends. Und zwar immer wochentags, montags bis donnerstags. Aber aus dem Grund, Wochenende ist für Freunde reserviert. Für Family. Und da habe ich mir überlegt, dass ich jeden Abend ungefähr so eine Stunde live stream. Ungefähr. Ich hätte jetzt gesagt 20 Uhr, aber das Ding ist, ich kann das im Sommer nicht garantieren, weil wenn wir grillen, das tun wir so im Wetter, erfahrungsgemäß wird wieder meistens irgendwie nie bis 20 Uhr gesagt fertig. Deshalb, back to the roots, 21 Uhr. Ich werde Montag bis Donnerstag streamen. Und zwar, ja, das ist jetzt relativ schwer. Ja. Ich stream Montag bis Donnerstag und zwar 21 Uhr, so bis 22, 30 Uhr, sowas halt. Eine absurde sowas. Und da wird der Streamingplan wie folgt aussehen. Montag, Mario Kart 8 Deluxe, online. Ach, scheiße. Online mit Community. Dienstag Animal Crossing. Community Part. Mittwoch Splatoon 2. Donnerstag Super Mario Maker. Das sind so die Klassiker. Freitag will ich wieder Minecraft bringen. Dazu nachher noch mehr. Weil ich meinte jetzt am Montag zusammen sagen und so weiter. Dazu gleich noch was. Na, das ist soweit beim Plan. Gerade mit Animal Crossing, ich muss es schauen, wie es das irgendwie am dümmsten das Ganze realisieren lässt. Da sprechen wir jetzt dann in der nächsten Runde nochmal drüber. Wir waren stehen geblieben, uns über einen relativ gut funktionierenden Streamingplan zu unterhalten, ne?
Also ich bin doch irgendwie wieder zum Streaming an Abend zurückgekehrt. I don't know, wie gut das klappen wird. Aber wir probieren es einfach mal. Also auf der Basis Montag bis Donnerstag, dass ich streame. Freitags will ich eigentlich langfristig wieder Minecraft zocken, wie ich gerade so gesagt habe. Da weiß ich aber noch nicht sicher. Ich probiere jetzt erst am Montag bis Donnerstag aus. Das ist erstmal kein Minecraft, aber wenn das soweit Montag bis Donnerstag gut klappt, denke ich, dass freitags auch wieder Minecraft dazu stoßen kann. So wäre es das halten, alles wird es das zeigen. Hab gerade aus meinem theoretischen Plan genannt, nämlich Montag Mario Kart, Dienstag Animal Crossing, Mittwoch Splatoon 2 und Donnerstag Super Mario Maker. Jetzt ist einmal Animal Crossing Community Part halt irgendwie relativ wenig und das weiß ich auch. Deshalb werde ich am Wochenenden nämlich gezielt, werde ich nämlich auch noch zu anderen Uhrzeiten streamen, habe ich mir gedacht, nämlich vormittags. Zusätzlich. Und zwar Animal Crossing. Konkret gesagt, ich habe Plan hierfür, das ist samstags und sonntags vormittags auch streamen. Das ist aber auch eine Sache, die ist einführen werde, sobald es Montag bis Donnerstags gut klappt. Heißt, jetzt die nächsten paar Wochen streamen sie Montag bis Donnerstag ab 21 Uhr. Was ist die? Riesen. So List. Heißt, Animal Crossing Community Parts erstmals nur einmal in der Woche, nämlich am Dienstag. Aber der lässt es bestimmt irgendwie noch eine Lösung finden. Oder sagen wir vielleicht wirklich, dass wir das Samstag mal lassen. So wie es angedacht war mit das Samstag. Das ist eigentlich eine gute Idee. Wir machen es jetzt so. Dienstags, es war 21 Uhr Community Part. Da könnt ihr auf meine Insel kommen. Und da könnt ihr einfach auf meine Insel kommen, ne, wie ihr habt. Und samstags werde ich mir dann ab jetzt immer eure Insel anschauen. Das ist eigentlich eine echt gute Idee. Und die restlichen Parte werden ja von Livestream umgestellt auf nicht live. Da will ich halt wirklich die Story fortführen. Weil täglich einmal kostet Livestream ist läuft nicht. Sorry. Ich habe jetzt eben auf dem. Ich probiere jetzt mal ein paar Wochen aus, dass ich überhaupt das gut läuft oder nicht gut läuft. Das ist einfach experimental. Wisst ihr Bescheid, im Livestream-Plan Montag, ja genau, oh, Scheiß. Montag Mario Kart 8 Deluxe, Dienstag Animal Crossing, dass ihr auf meine Insel kommt, mittwochs ab jetzt immer Splatoon 2 und Donnerstag Super Mario Maker und samstags werde ich ab jetzt immer am Vormittag streamen, so gegen 12 was sein ist, dass, da sage ich aber nochmal den Next mehr, dass ihr eben auf, das ist auf eure Insel, nochmal am Samstag. Das ist doch soweit ein guter Streamingplan. Wir schauen einfach mal wirklich jetzt, wie gut es einhalten lässt. Und sonst gibt es tägliches Video-Uploads mit Animal Crossing und dann jetzt eben auch erstmal noch Zelda Link's Awakening. Dazu wird es auch ab jetzt immer ein Upload-Plan gehen, den ich hochlade, einfach in die Videobeschreibung schauen dafür. Und ich hoffe, dass es dadurch jetzt endgültig mal das alles wieder normalisiert und wieder oldschool zu dem, ja, einfach normal wird, sage ich mal, ne? Hoffe es erst, dass das alles wieder klappt, weil da wäre es mit. Ja, hoffen wir einfach mal das Beste, dass wir jetzt wieder tolle, gute Videos produzieren können und dass alles gut klappt. Ich bedanke mich dann dementsprechend jetzt soweit beim Zusehen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne damit ab in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns Montag wieder, also heute Abend direkt schon wieder um 21 Uhr mit Mario Kart 8 Deluxe. Passt dann dementsprechend perfekt zu dem Nintendo News Folge. Ich danke mich jetzt ganz herzlich beim Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. And so...